Ich will da hoch. Ach Mann, Gordon. Gordon, du schaffst es. Ha, geht das? Scheiß die Wand an. Geil! Wer hat damit jetzt gerechnet, dass hier ein Lambda ist? Und ein weiterer Weg für unser Achievement. Jo, das ist doch geil. Wer hätte jetzt gedacht, dass hier ein Versteck ist? Ich bin immer hier weitergelaufen und jetzt können wir auch den Weg überblicken. Da hinten ist einer dieser Klopfer. Ich schätze mal, da hinten wollen wir hin. Und jetzt bleibt uns keine andere Möglichkeit, als über den Sand zu laufen. Ich würde vorschlagen, wir gehen dann hier runter. Kriegen dann ein Kratzen im Hals. Und müssen einmal kurz husten. Uiuiui. Boah. Kratzen im Hals ist mies. Ja. Wo wollen wir hin? Wir gehen das mal runter. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen wieder hoch. Und wir müssen uns irgendwas holen. Er kommt da nicht rüber. Unsere Planke war doch sehr nützlich. Vielleicht tut sie es diesmal auch ihren Dienst. So. Hier vielleicht. Tak, 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 tak. So. Und. Und. Vielleicht können wir da rüber, ja. So. Und. Hopp. Hopp. Berühren. Und sterben. Ist auch frische Luft. Das ist doch Seeluft, ey. Och man, ich könnte gut wieder zur Ostsee oder sowas. So schön am Strand. So wie hier. Sobald man den Sand berührt, kommen Kopfkrabben. Kommen diese Viecher aus der Erde. Auch wenn man jetzt hier... man ist hier im Wohnung, ne? Im Haus. Und wenn man jetzt den Sand berührt, dann kommen sie trotzdem. Also aufpassen. Das weiß ich noch. Ein Knopf drücken wir mir mal. Ach, das war der Klopfer. Das war der Stampfer. Das Stampfierungsgerät. Haben wir damit aktiviert. Wir legen unsere Planke. Speichern und mit tränendem Auge gehen wir voran. Mann, wieso tränt jetzt mein Auge? Das geht gar nicht. Ja, die Planke nehme ich mal mit. Genau die Planke. Erstmal hier. Und dann gehen wir hier hoch. So. Das war Pistole. Und das war nix. Und vielleicht bauen wir das da hinten. Ah, tränende Augen. Wie gerne will ich jetzt da zum Schiff hin. Aber wie ich zurück wäre, ein bisschen knifflig. Kann ich es anziehen? Geil, ich erschiede mir den Karton einfach. Komm her, komm her. Ja. Siehst du, es war immerhin Munition drin. Das hat man nicht immer. Immerhin. So, jetzt machen wir einen Sturzsprung. Hat sogar geklappt. Meine Leitplanke kommt mit. Na los, nicht so lange. Jetzt muss ich Musik anmachen. Vielleicht nehme ich mal einen. So. Ja, wie gesagt. Stimmt ab, ob ihr weiterhin Musik ladet zur Musik. Diese, kommen sie raus. Idiot! Das sind die Verschitter.
oder nicht. Ansonsten unterlasse ich das zum Beispiel jetzt bei den nächsten Half-Life-Parts oder bei den anderen Spielen. Ich denke mal, ich baue es überall ein. So, jetzt gehe ich hier rauf und schieße sie ab. Freundliche Dinger hier, die sogar sofort sterben, wenn man nichts sagt. Ja. So, ab. Anspruch. Speichern. Hopp. Anspruch. Speichern. Komm her, komm her. Hopp. Und speichern. Und ich glaube, das schaffe ich auch so. Habe ich gerade das Ding berührt? Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind hier drüben, wo wir hin wollen. Da liegen noch ein paar Kistchen. Ich will die Kiste haben. Ich will die Kiste haben. Oh. Sauber. Komm her. Ah, so geht's auch. Wir stehen zwar nicht mehr auf dem Boden, aber egal, ich kann in der Luft schweben. Wir sind Gordon Freeman. Wer kann das denn? Niemand. Ich kenne niemanden, der das so kann. Ja, die Kiste ist auch noch erreichbar. Alles nur eine Frage der Technik. So. Ja. Jetzt gucken wir weiter. Habe ich jetzt auch nichts vergessen? Meine Fresse, es gibt aber zu viel Supplies. Ach du Scheiße. Ich hab Angst. Da ist Erde. Hm? Nee. Eieiei, die sind aber ziemlich zerstört.